ich denke, das Wichtigste ist natürlich bei einer Band, egal was die Band macht, egal aus welchem Bereich sie kommt, dass sie am Spielen ist. Immer was machen und ein bisschen auch am Puls der Zeit. Das ist bei uns halt so, wir sind nicht nur Kollegen, sondern es sind auch wirklich Freundschaften. Und nur mit so einer Konstellation schafft man es auch wirklich, so eine Band lange zusammenzuhalten und auch richtig Spaß zu haben. Ich glaube, das Erfolgsrezept der Band ist, dass wir uns wirklich gut verstehen, dass wir Spaß haben an dem, was wir tun, dass wir uns auch immer wieder neu motivieren können, auch nach Phasen, wenn es vielleicht mal nicht so toll läuft. Und ja, die Herausforderung ist einfach immer gut zu machen. Also nicht nur einmal und jetzt ist es gekonnt, sondern auch beim nächsten Mal wieder zu sehen, ah, da müssen wir noch was ändern, da müssen wir noch was verbessern und das einfach als Herausforderung nehmen. Das Schönste für mich, mit der Band auf Tour zu sein, ist eigentlich so sowieso die Stimmung an sich, weil die Stimmung ist sehr, sehr freundschaftlich, sehr kollegial. Ne? Also es ist keiner da, der sagt, hier, hör mal zu, da und hier. Man muss schon einen Fahrplan haben und man hat gewisse Richtlinien und ist es ein Job. Ne? Aber trotz allem ist auch immer die Frage, wie geht man miteinander um? Das ist bei uns eigentlich super klasse. Also ich wollte schon immer Musiker werden. Schon immer. Oh, ich glaube, ich habe alles erreicht in meinem Leben mit der Band. Wir waren ja in New York, Monte Carlo. Es wäre vielleicht noch schön, so in Grönland zu spielen. Das wäre noch mein Traum mit der Band. Aber ich meine auch Herr Obama war ja recht angetan von dem kleinen Konzert, das wir gegeben haben. Ich glaube, mehr kann man jetzt nicht mehr erreichen. Der Sound der Band finde ich hervorragend. Ja, das ist immer wieder was Tolles, auch mit den Bläsern zusammen. Ja, manchmal klingt es schon Big Band ähnlich. Es ist schon eine große Sache und es ist immer wieder faszinierend, was man da rausholen kann. Das Highlight ist für mich eigentlich, wenn alle gut gelaunt auf der Bühne stehen und wir zusammen Musik machen. Wenn wir dann noch das Glück haben, dass wir gut die Setlist erwischt haben, wo Songs dabei sind, die wo besonders Spaß machen zum Spielen, ist das für mich das Highlight. Jeder macht das, was er gern macht und was er gut kann und das alles zusammen. Der Sound wird durch jeden Einzelnen beeinflusst. Und so wie eben die Chemie passt, so muss auch der Sound des Einzelnen zum anderen passen. Das hat halt in dem Moment gepasst. Ja, ich denke, die Ziele der Band sind eigentlich, professionell zu reisen und Shows zu begleiten. Immer qualitativ sehr wertvoll, wie wir es eigentlich bisher auch schon gemacht haben. Ja, so kann es weitergehen.